Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. In der letzten Folge sind wir hier weiter durch die Palmekia gegangen, haben Sass und Vanille in ihrer Zelle gefunden, beziehungsweise gesehen, wie sie sich unterhalten haben, und der Primarch Galen Dicey freut sich schon auf die Hinrichtung. Aber da haben wir auch noch ein Wort mitzureden. Jetzt wollen wir uns wieder durch die Soldaten durchkämpfen. Wozu mache ich das eigentlich? Offensiv machen wir ein bisschen mehr Schaden als mit Magie. Wir haben ja auch gesehen, dass Jilnabad bei dem Primarch ist. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance, ihr auch eine zu verpellen. Also die Sirene geht mir allerdings ein bisschen auf den Senkel. Komm schon. Das werden wir jetzt doch nur noch ohne Heilung hinkriegen. Sehr schön. Okay, noch ein Booster. Nice. Boah, diese Sirene. Wir werden erstmal bei dem Speicherterminal unsere ganzen Booster verkaufen. Ja. Och, nur 10 Stück. Dünnaggregat. Besondere Verdienste. Wird zu Höchstpreisen gehandelt. Auch das ist was man verschabeln kann. Und das gibt sogar ordentlich Geld. Erstmal 5000 Geld für die Booster. Und 27.500 für die Dünnaggregate. Nice. Wow. Jetzt haben wir doch gleich mal ein bisschen Kohle. Aber trotzdem werden wir die sparen. Ach. Vielleicht wäre mal ein neues Paradigma nicht schlecht, wo wir zwei Brecher und einen Verheerer haben. Wir haben hier eine drakonische Liga. Die Rachekampagne, die kann man sich sonst wohin schieben. So. Ein Sturmkommando. Okay. Ein Verteidigungsparadigma wäre auch noch nicht schlecht. Die Delta-Offensive? Nee, muss nicht unbedingt. Obwohl, der grüne Tralit ist eher... So, die Lebenssinfonie. Gut. Bleiben wir erstmal auf dem Blitzschlag. So, die nächsten Soldaten weg. Oh, eine Soldatin. Ein Psychom-Ordner. Hm. Ah, das ist so eine Augmentorin hier. Mag ich gar nicht. Jedenfalls nicht bei Gegnern. So, und jetzt weg mit der Tossi. Oh oh. So, weiter. Mit zwei Heilern weiß man nicht, wer zuerst geheilt werden soll. Na los, weg mit der Ordnerin. Oder dem Ordner. Yeah.
Gut. Na los da. Okay. Und wieder drei Booster. So, rechts sollen wir lang. Obwohl, nee. Ach, shit. Egal, erstmal die Schatzkugel. Lebensretter. Aha. Engel, kleiner TP-Bonus. Ist wieder so eine Heilerwaffe. Erhöht geringfügig HP-Heilung bei Kampfmitgliedern, die mit Engel aus der Kampfunfähigkeit geholt werden. Hm. Diese Waffen sind Schrott. Okay, hier ist auch nichts Neues. Ja, wir hatten etwas über 30.000 KP. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht, aber mal sehen, können wir an den Soldaten hier vorbei? Ja, das war bestimmt auch die richtige Richtung, aber wo kommen wir jetzt hier hin? Oh. Ich verstehe. Und wir haben hier keinen Schatz. Nö. Gut. Dann können wir uns das ja schenken. Aber ich wollte nur nachsehen. Wahrscheinlich werden jetzt hier wieder alle Soldaten da sein. Boah. Lasst uns schön in Ruhe. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Okay. Oh, na toll. Noch mehr Ordner. Nee. So, jetzt links rein. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendeine Drohne. Die Myrmidon-Drohne, okay. Was blockst du? Feuer. Okay. Vielleicht können wir ja mit Eis irgendwelchen Schaden machen. Ja, man sieht's noch nicht. Ah, Schwäche gegen Elektro und Wasser. Gut, hätten wir mit unserem, was wir vorher gemacht haben, weitermachen können. Na los, Bang. Uiuiui, die Prozente nehmen zu. Dann können wir jetzt mit zwei Brechern drauf losgehen. Gut. Na, Digitalschaltkreis, warum auch nicht? So, nächste Schatzkugel. Ein Flammenring. Nice. Nee, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen nervig, vor allem die Sirene. Ich versuche mal schnell aus diesem Bereich rauszukommen. Ey, lass mich in Ruhe. Scheiße. Mal sehen, ob die hier vorbeikommt. Nein. Aus. Okay, ein Speicherterminal. Ja, was soll's, wir machen mal wieder einen Kampf. Lange nicht gehabt. Thank you.
Durch die hohe Abwehr von den Ordnern gleichen die das mit ihren schwächlichen HP wieder aus. Wir haben ja fast nur 12.000. Geht doch. Diese Sirene. Noch ein Booster. Schön umgehen. Ich glaube, ich bin gerade falsch gegangen. Okay. Kommt schon, lasst mich schön durch. Da muss keiner von euch drauf gehen. Nein! Halt! Werden wir einen Heiltrank einsetzen. Bisschen ausrasten. Okay, schon zu spät. Fein war zu schnell. Und wieder zwei Booster. Im Grunde kann man hier viele schöne Booster sammeln und damit auch Gil, aber hätte ich vielleicht offscreen machen können. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, ey. Security forces stand by. Hostile forces on board. Code green. Get up. You're being moved. On your feet, scum. You too. Time to split. Not run. There's a difference. Gotcha. Let's go. Do I deserve to escape? What? You'd rather die? Because that's gotta scare you. Scares me. Scares me so much, I think I might die of fright. So, I push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive, right? Okay, Sass und Vanilla sind rausgekommen. Die Sirene ist auch endlich nicht mehr zu hören. Boah. Oh, da sind wieder. Ja, Vanilla, aber da vorne sind Pudding-Monster. Datenlock. Ja, wir gucken nochmal kurz in die Geschichte. Die Flucht nach vorn. Als sein Sohn Dodge zu Kristall erstarrte, verlor Sass jeglichen Lebenswillen. Er sehnte den Tod herbei, doch er lebt. Er wurde zusammen mit Veneer von Oberstleutnant Nabat gefangen genommen. Sie beide sollen nach Eden gebracht und dort öffentlich hingerichtet werden. Sie leben, um getötet zu werden. Sass Zorn auf Veneer über ihre Schuld am Schicksal seines Sohnes ist verflogen.
Ruhig hört er sich ihre Geschichte an. Renier erzählt, dass sie einst als Lucie gegen Cocoon kämpfte und daraufhin in einen Kristallschlaf verfiel. Als sie Jahrhunderte später in Cocoon erwachte, befürchtete sie, wieder gegen Cocoon kämpfen zu müssen. Renier verbarg die Wahrheit vor Fang, die ihr Gedächtnis verloren hatte, und floh vor der Wirklichkeit. Ihre Erzählung macht Sers Hoffnung. Vielleicht wird Darge ebenfalls irgendwann wieder erwachen. Als Soldaten ihre Zelle betreten, nutzen Sers und Renier die Gelegenheit zur Flucht. Diesmal fliehen sie nicht vor der Wirklichkeit, sondern sie treten die Flucht nach vorne an, um zu überleben. Endlich. Persönlichkeit von Sers. Ja, eigentlich nochmal genau dasselbe. Einzige Hoffnung ist, dass Darge eines Tages aus der Kristallstache erwacht. Ist zu gutmütig, um Renier abzuknallen. Okay. Kristarium dürfte ja bei den beiden auch voll sein. Ja, gut. Paradigmen, welcher Verheerer, ne? Boah, können wir so lassen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt einen Cut. Und in der nächsten Folge geht's mit Sers und Renier weiter. Wahrscheinlich treffen wir uns endlich mal mit den anderen vier Lassie. Also, bis dahin. Tata! Ha ha!